Ende April 2021 ist die Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten. Dem vorausgegangen war ein Jahr zuvor eine erste Fassung, die aufgrund eines Formfehlers wieder zurückgenommen werden musste. Was jetzt, ein Jahr später, in Kraft trat, weist im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen Änderungen auf. Wie schätzt die GdP diesen Umstand ein? Wie praxistauglich sind die neuen Bestimmungen? Das frage ich Michael Mertens, den Verkehrsexperten im Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei. Herr Mertens, wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, für den hat sich durch die Ende April in Kraft getretene Neufassung der Straßenverkehrsordnung einiges geändert. So müssen Autos beim Überholen jetzt mindestens 2 Meter Abstand halten. Bislang war immer nur von einem ausreichenden Sicherheitsabstand die Rede. Es gibt auch eine ganze Reihe von neuen Verkehrszeichen zugunsten der Radfahrer. Wie schätzen Sie die Änderungen für die Radfahrerinnen und Radfahrer ein? Wenn ein Boom in Corona-Zeiten ungebremst ist, vielleicht sogar noch gestiegen ist, dann ist es das Fahrradfahren. Egal, ob der Antrieb durch die eigenen Waden erfolgt oder durch Laden, Fahrradfahren ist absolut in und die Verkehrsteilnehmerzahlen steigen rasant. Das heißt aber auch, dass der Verkehrsraum mehr und mehr umkämpft wird. Deswegen muss jetzt schon eine Perspektive aufgebaut werden, wie der Verkehrsraum zukünftig gestaltet werden soll und werden kann, damit auch das Fahrradfahren attraktiv bleibt oder attraktiver wird. Was die Vorschriften betrifft, so darf man durchaus von einem guten Vorschlag sprechen, der auch die Fahrradfahrenden weiter schützt. Ich möchte einen kurzen Werbeblock für den Helm, den Fahrradhelm machen. Wir wissen alle, dass die meisten Schwerverletzten und auch die allermeisten getöteten Fahrradfahrer keinen Helm getragen haben. Also ein Helm kann Menschenleben retten, er wird im Zweifel Menschenleben retten und bitte tragt alle einen Helm. Ich sage an der Stelle immer, mit Köpfchen fürs Köpfchen. Das ist das eine. Das andere ist, die neuen Verkehrsregeln tragen zur Verkehrssicherheit bei, weil auch das Abstandhalten beim Überholen nun klar formuliert ist. Mit 2 Meter kann jeder was anfangen. Allerdings muss man auch zur Ehrlichkeit sagen, wird es schwer sein, dies immer so zu überprüfen. Und es wird spannend sein, wie die Gerichte damit umgehen, wenn die Polizei Anzeigen schreibt und sagt, die 2 Meter sind deutlich unterschritten worden, ob sie da dem Polizisten oder der Polizistin auch Glauben schenkt. Und für die neuen Verkehrsregeln gilt generell, sie müssen auch bekannt gemacht werden, damit sie bei denen, die sie einhalten sollen, auch ankommen. Die Vorgängerfassung der Straßenverkehrsordnung war ja nach einem Formfehler zurückgenommen worden und wurde dann neu über die Änderungen verhandelt. Und das hat ein ganzes Jahr gedauert bis zur Neufassung, die im April 2021 dann ausgehandelt wurde. Ist die wirklich aus Ihrer Sicht ein Riesendurchbruch und ein fairer Kompromiss, wie der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagt? Ja, die Bewertung dieses Kompromisses liegt immer im Auge des Betrachters. Für uns war es gar nicht mehr absehbar, dass es überhaupt eine Regelung geben könnte vor der Bundestagswahl. Von daher ist es eine positive Überraschung, dass es eine Einigung gegeben hat. Und der Gewinner bei dieser Einigung ist auf jeden Fall die Verkehrssicherheit und die Rechtssicherheit für die Polizei bei ihrem Einschreiten, für die Ordnungsbehörden, die Bußgeldstellen bei der Bearbeitung dieser Vorgänge. Und von daher ist das erst einmal ein Gewinn, dass es eine Einigung gegeben hat. Der größte Kritikpunkt in der Neufassung sogar von so einem autofahrerfreundlichen Medium wie der Autobild ist, dass das Führerscheinverbot für Raser ab 21 Kilometer Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts und 26 Kilometer außerorts wieder vom Tisch ist. Wie wichtig ist dieser Punkt aus Ihrer Sicht? Es gab ein kurzes Zeitfenster, wo die Menschen wussten, dass es ein Fahrverbot relativ schnell geben kann. Und in dieser Zeit war die Geschwindigkeitsdisziplin extrem hoch. Das zeigt also, der drohende Verlust des Führerscheins bzw. ein Fahrverbot, das wirkt bei jedem unmittelbar. Sie haben es eben schon angesprochen, viele Bußgelder wurden jetzt erhöht. Ein Beispiel, wer auf der Autobahn oder auf der Schnellstraße keine Rettungsgasse bildet, der muss 200 Euro bezahlen. Und wer ja sogar im Windschatten eines Rettungswagens oder alleine durch eine Rettungsgasse fährt, nur um schneller voranzukommen, muss sogar 320 Euro bezahlen. Sind diese massiven Bußgelder aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
fangen da von hinten an. 320 Euro, wer im Windschatten eines Rettungsfahrzeuges oder der Polizei fährt, das ist noch fast zu wenig, weil so ein Vorgang ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Und man muss fast über die charakterische Eignung eines solchen Pkw-Führers nachdenken, wer sowas macht. Ansonsten sind die erhöhten Bußgelder schon angemessen. Bußgelder haben immer einen abschreckenden Charakter und Wirkung. Und oftmals wird das Parken in zweiter Reihe als Bagatelle angesehen. Ist es aber nicht, weil gerade hier können schwere Unfälle passieren, weil Fußgänger, Radfahrer ausweichen müssen, weil Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr fahren müssen. Und von daher ist Parken in der zweiten Reihe keine Bagatelle. Bei Vielfahrern sind ja Apps auf Smartphones und Navigationsgeräten sehr, sehr beliebt, die auf Blitzer aufmerksam machen oder vor Radarmessungen warnen. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind die jetzt generell verboten. Ist das eine gute Entscheidung? Bei dem Thema muss ich schon seit Jahren immer schmunzeln. Das erste Mal, als das aufkam, waren die sogenannten kleinen privaten Radiosender, die dann in ihren Nachrichten die Radarstellen verraten haben. Da gab es auch einen großen Aufschrei bei der Polizei. Ich habe das immer ein bisschen gelassener gesehen. Jede Warnung bedeutet, dass auch auf die Verkehrssituation langsam, vernünftig, angemessen zu fahren hingewiesen wurde. Es geht ja bei diesen Verkehrsgeschwindigkeitsüberprüfungen und Überwachungen nicht darum, Geld zu kassieren, sondern Gefahren zu entschärfen. Und wenn solche Apps dazu beitragen, dann kann man das auch als Vorteil sehen. Was man aber anbringen muss, sind zwei Sachen. Es gibt ja nun nicht die stationären Geschwindigkeitsüberwachungen, sondern auch die mobilen. Jede Vorschrift lebt vom Kontrolldruck und wir brauchen gerade im Bereich der Polizei auch wieder mehr Kolleginnen und Kollegen, die in der Verkehrsüberwachung unterwegs sind, um eben unberechenbar Kontrollen zu machen. Und das Zweite ist, wir haben da lange gefordert, dass es das gibt. Nun hat Niedersachsen es uns vorgemacht, dass es möglich ist. Section Control ist auch so ein Zauberwort, wo nicht punktuell überwacht wird, sondern über eine lange Strecke die Geschwindigkeit überwacht wird. Und das ist auch ein Vorteil, den man in anderen Bundesländern auch durchaus in Anspruch nehmen könnte. Vielen Dank, Herr Mertens. Ich habe mich mit Michael Mertens, dem Verkehrsexperten im Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei, über die neue Straßenverkehrsordnung unterhalten, die seit April dieses Jahres gilt. Bis zum nächsten Podcast.